Lieben, heute mal ein ganz kurzes Video zum Thema Kurkuma. Ich werde sehr oft gefragt, wie sieht Kurkuma aus? Ich werde es euch mal einblenden. Und wie kann ich das ja, in meine Ernährung integrieren? Es wird ja sehr viel zurzeit im Internet darüber geschrieben. Ich kenne das schon ziemlich lange von meinen Eltern. Kurkuma färbt alles ziemlich so orange, okay? Was ich mit dem Kurkuma mache, also warum ich dieses Video jetzt mache, weil es aktuell in den Bioläden verkauft wird. Das ist gerade Saison für Kurkuma und deswegen wird es jetzt verkauft. Bei den Asialäden wird es das ganze Jahr über verkauft. Da bin ich aber nicht sicher, ob das wirklich Bio ist. Aber zurzeit gibt es das in Bio-Qualität. Guckt halt beim Dance oder beim Alnatura, also in irgendeinem Biomarkt werdet ihr das finden. Das sind dann diese Knollen, die kannst du schälen, klein schneiden. Man benutzt eigentlich immer so ein kleines Stück, so wie ein Ingwer, ne? So ein Zentimeterstück, das kannst du in den Smoothie reingeben. Wenn du Reis kochst, kannst du es mit reingeben, damit es schön orange wird. Und was ich aber jeden Tag damit mache, ist meine Zähne damit putzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwo gelb, weil ich eben gerade meine Zähne damit geputzt habe. Wenn du dir damit die Zähne putzt, es hat so eine antibakterielle Wirkung. Das merkst du sofort, weil es ein bisschen scharf ist. Es stärkt dein Zahnfleisch, es beseitigt den Mundgeruch. Ich bin total begeistert davon. Es macht die Zähne weißer. Es kann sein, dass meine Zähne ein bisschen gelb sind, weil man muss danach natürlich die Zähne nochmal nachputzen, weil die zuerst gelb sind. Ja? Also durch den Kurkuma kriegst du so einen gelben Belag auf den Zähnen, aber danach sind sie umso weißer. Also ich bin begeistert. Auch Verwandte von mir, die sind total alle begeistert. Die Zähne werden wirklich weißer. Es ist ein Wunder. Ja, das wollte ich euch jetzt eigentlich nur so mitgeben. So sieht Kurkuma aus. Du kannst es in deine Smoothies geben, du kannst es ins Essen mitgeben. Es schmeckt ein bisschen scharf, wenn du es auf die Zähne machst. Einfach die Zähne, also ich kaue das dann immer erstmal und danach habe ich so eine Paste im Mund. Dann nehme ich die Zahnbürste und putze mir ganz sanft damit die Zähne. Lass es nochmal ein bisschen wirken, auch auf dem Zahnfleisch und spuck das dann aus. Das ist natürlich dann komplett alles orange. Das ist eine Riesensauerei. Du musst auch aufpassen, dass es nicht auf deine Klamotten kommt. Sonst kriegst du es sehr schlecht rausgewaschen. Und ja. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Kurkuma, kannst du mir unten gerne schreiben. Es werden viele heilende Wirkungen dem Kurkuma zugeschrieben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es soll auf jeden Fall gut sein und meine Familie benutzt es schon seit Jahren. Wenn du, wie gesagt, weitere Fragen hast, stell sie mir unten in den Kommentaren und ich wünsche dir alles Liebe und bis bald zum nächsten Video. Tschüss!